So, da ist es dann also, das Paket von Tito Express von Kraftherz in Interaktion. KM950C ist jetzt da, und zwar der Stromgenerator. Wollen wir gleich reingucken hier. Da ist er, gut verpackt. Den werde ich jetzt erstmal rausholen und dann könnt ihr euch den erstmal anschauen, was da los ist. Und ja, das Ding ist ganz schön schwer, hat 19 Kilo Nettowert und mit Verpackung 19 Kilo, also schon gut eingepackt, kann man nicht meckern. War noch mal im zweiten Karton drin zur Sicherheit, damit wirklich nichts kaputt geht, und super gepolstert an der Stelle natürlich auch hier überall mit Styropor, damit hier wirklich kein Wackler drin zustande kommt. Und auf dem außenstehenden Paket stand da noch mal Glasbruchware drauf, das heißt, dass man extrem vorsichtig mit umgehen sollte. Naja, ich packe den erstmal aus und dann zeige ich. So, da ist das gute Geschütz. Ausgepackt ist es erstmal. Und dann wollen wir direkt mal gucken, hier im Karton lagern noch ein paar Zusätze drin. Und zwar haben wir hier einmal einen Tragegriff. Der kann hier oben drauf geschraubt werden. Dann kann man das Ding schön bequem hier tragen. Ideal natürlich auch am Rahmen, kann man den schön hochheben. Dann haben wir hier noch, gucken wir mal, holen wir mal raus das ganze Kram, haben wir hier den Tankdeckel. Der kommt hier oben einmal drauf, hat hier eine Folie oben drüber, und weg damit. Dann haben wir hier noch einmal einen Stecker und Schlüssel für den Zündkerzenwechsel bzw. zum Rausnehmen, und eine Bedienungsanleitung. Schon mal nicht schlecht. Was ist das hier? So, ist hier irgendwas ausgelaufen oder was ist das hier? Eigentlich dürfte es nicht sein. Was haben wir denn hier? Plastikteil irgendwo. Da müssen wir erstmal gucken, wo das schon wieder zugehört und wo das herkommt. So, dann gucken wir uns das ganze Gerät mal an. So, groß ist er wirklich nicht. Also ich schätze mal, wenn man meinen Arm so dagegen hält, 50 Zentimeter. So, wir haben hier also das Typenschild gleich vorne mit dran. Und da sieht man, 850 Watt ist Peak Power, also Spitzenleistung. Wenn man irgendwie ein Gerät zum Anlaufen 850 Watt braucht, dann hier. Durchgehende Leistung 750 Watt. Dann haben wir 220 Volt. Normaler Speed ist 3000 Umdrehungen die Minute bei 50 Hertz Phase 1. Okay. Dann haben wir hier noch einen Output, und zwar auf Gleichstrombasis, nicht nur Wechselstrom, sondern auch auf 12 Volt bis 10 Ampere ohne Probleme. Gewicht 19 Kilo, das wissen wir alles, das ist nicht schlimm. Hier steht Gasoliengenerator, also Benzingenerator, alles drauf. Hier oben kann man sogar noch das Typenschild sehen. Das kann man nochmal hier mit der Folie ein bisschen befreien, dann glänzt das sogar da unten drunter. Dann haben wir hier gleich nebenan noch den Voltmeter. Der schwankt dann wahrscheinlich, je nachdem, bis zu 300 Volt kann er eigentlich nicht bringen, weil 220 Volt ist normal. Maximal jedoch 230 oder 250 Volt, je nachdem. Aber Rated Voltage, wie es hier steht, sind 220. Ansonsten haben wir natürlich noch, bevor uns das hier mal wegfliegt, da, die Steckdose, die natürlich auch auf Haushaltsgebrauch ausgelegt wurde. Das heißt, da könnt ihr natürlich jeden Stecker reinstecken. Sagen wir es mal so, bis 750 Watt ohne Probleme. 850 Watt wahrscheinlich nur, ich denke mal, kurzzeitig. Also lange wird er das dann nicht mitmachen. Dann haben wir hier gleichzeitig, jetzt habe ich das hier gefunden, wo das abgebrochen ist. Gucke, das ist es gewesen. Moment, wo habe ich es denn? Habe ich das hier wieder zurück reingeworfen? Ja, da liegt es doch. Oh, und zwar kommt das von da. Das ist der Reset-Knopf. Na gut, das kann man wieder kleben, das ist nicht so schlimm. Natürlich, wie das kaputt gehen kann, frage ich mich trotzdem. Hier, das Stück fehlt an dieser Seite. Naja, ein bisschen Kleber, weil normalerweise ist es draufgeschraubt. Wird wahrscheinlich, weil es nur Plastik ist, einfach mal durch die Vibration dann doch gebrochen sein. Und dann müssen wir uns das Gerät mal ringsum angucken. Jetzt fängt das hier an zu nieseln, das gibt's doch gar nicht. So, dann haben wir hier unten natürlich noch gleichzeitig für 12 Volt Ausgänge. Und dafür haben wir ja passend mitgeliefert. Einmal diese Zangen, das kann man wahrscheinlich gleich dafür nehmen, dann kann man, wenn man Überschussstrom hat, auf 12 Volt Basis gleich noch eine Autobatterie bzw. eine Gelbatterie noch mitladen. Und jetzt fängt das hier immer mehr an zu regnen, das ist natürlich ärgerlich. Muss ich hier erstmal abbrechen an der Stelle, weil bevor das ganze Ding hier noch nass wird, aber ihr müsst es ja aushalten, haben wir hier natürlich noch Stecker drin und. So, das Gerät noch mal schnell einigermaßen ins Trockene geschafft.
geht es jetzt erstmal weiter. So, und zwar haben wir jetzt hier die Indikatorlampe für Wechselstrom und dann haben wir unten die für Gleichstrom. Und zwar sieht man dann hier immer, kann man ein Reset durchführen. Das sieht man hier, AC Reset und einen DC Reset. Der hier ist nicht gebrochen, witzigerweise, also nur der hier oben. Naja, hier wie gesagt wird diese Klemme dann reingesteckt, die ich jetzt gerade weggepackt habe wieder mal. Aber ich lasse hier mal ganz kurz die Kamera stehen und dann gucken wir mal, wo das Ding ist. So, Plastiktüte mal aufgemacht. Dann holen wir das mal raus hier. So, da sieht man es mal, die zwei Klemmen. Und das Ding kann also nur hier so reingehen. Bisschen mit Kraft drücken. Sonst geht es wirklich nicht rein. Donnerwetter. So, und dann kann man hier natürlich bloß nicht an die Finger halten, weil da kommt gut Strom raus, wie gesagt, bis 10 Ampere. Und da könnt ihr natürlich eine Autobatterie mitladen, beziehungsweise eine Bleigel-Batterie. Und wenn das natürlich Überschussstrom produziert, das Gerät, weil bei 750 Watt nicht dauerausgelastet, läuft der Verbrauch sich bei 0,7 Liter pro Stunde ein. Also kann man bis zu 6, 7 Stunden unabhängig sein. Ich glaube, jetzt habe ich natürlich nicht genau geguckt, aber ich, ja, 5 Liter steht hier oben, oder? Sind das 5 Liter? 5 Liter schätze ich jetzt mal ganz grob, müssten es sein. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier oben, haben wir noch mal ein bisschen Regentropfen weggewischt, haben wir hier natürlich die Full-Anzeige. Einmal, also Full für F und einmal E für leer. Keine Ahnung, was das jetzt heißen soll, aber ist ja beim Auto auch meistens so. Für Ende wahrscheinlich, End. So, dann hat man hier dieses Glas, das ist gut und gerne verschraubt bzw. verklebt. Ich habe auch schon gelesen, dass es bei manchen in den Tank gerutscht ist. Das konnte ich mir gar nicht erklären. Also dieses hier sitzt bombenfest. Dann haben wir hier oben natürlich noch den Einfüllstutzen für Benzin. Hier haben wir den Tank. Da müssen wir mal kurz vorsichtig rausnehmen. Da ist noch kein Tropfen Benzin drin gewesen, wenn man das hier mal so sieht. Das ist bloß Wasser, was da jetzt reingetropft ist. Das ist nicht schlimm, der sieht gut aus. Und aus Metall kann da nicht viel passieren. Wie gesagt, das Sieb und Netz, sage ich mal, damit man jetzt hier aus dem Benzintank nicht irgendwelche kleinen Firlefanz-Dinger reinfallen lässt aus Versehen, kommt das Ding da drauf. Und hier haben wir also, gucke, wann das Ding komplett leer ist, und zwar 0,02 bis 0,06. Denk mal, das bleibt dann hier anscheinend einfach so drinne. Und dann wird dieser Deckel da einfach draufgeschraubt, der mit der blauen Folie, den ich vorhin gezeigt habe, einfach drauf. Und wahrscheinlich, wenn man den hochnimmt, weiß ja jetzt nicht, der hier genau anzeigt, wie voll das Ding ist, das weiß ich jetzt auch gerade wirklich nicht. Ja, was haben wir sonst noch vergessen? Hier unten drunter unter den Schrauben sitzt der Luftfilter. Das ist noch so ein kleiner Schwamm, schwarz, den man dann einfach auspusten muss, beziehungsweise ausstauben muss oder auswaschen muss, mal irgendwann nach längerer Zeit Gebrauch. Ganz wichtig, der Ein- oder Ausschalter, der startet allerdings nicht elektrisch. Wenn man hier auf einstellt, dann muss man beim Kaltstarten des Motors auf Choke drehen, das heißt nach ganz links rüberziehen, diesen Hebel hier. So, das ist wie beim Moped, dann kommt richtig viel Sprit rein, nach kurzer Zeit des Laufens wieder rüber, Ventil zu, dann läuft normaler Sprit. Und dann haben wir natürlich noch den Anlasser per Seilzugstarter, der lässt sich gut rausziehen und dann mal gucken, ja gut, den kann ich jetzt so nicht ziehen, höchstens mal so und dann hört man mal. Ja gut, Dollar kann ich jetzt nicht ziehen mit einem Fuß hier abgestützt, sonst kippe ich hier noch rum. Und gleichzeitig ist hier natürlich das Tankventil zum Aufdrehen, muss man das einfach so drehen. Ich glaube nach unten oder nach oben, wie es gerade geht. Geht gerade gar nicht. Achso, weil er noch festgemacht ist hinten. Ja, dann geht es natürlich noch nicht, weil hier hinten noch an der Klemme was im Weg ist. Mal gucken, muss doch machbar sein. Nach unten geht bloß schwer, weil es noch nie benutzt wurde und weil noch nie was durchgeflossen ist. So ist das Ventil dann geöffnet. Ja, genau so fließt es dann runter in den Schlauch rein, ab in den Verbrenner zum Vergaser. Und hier steht es ja auch nochmal, Mensch, hier steht es. On, off. Also nach unten, on, zur Seite, off. Also off, zu, on, auf. So, alles noch Originalzustand hier. Hier ist Metall ringsrum. Hier vorne ein bisschen Plastik, okay, das ist nicht weiter schlimm. Ganz wichtig, unten sind Gummifüße, damit der hier durch die Vibration sich nicht selbstständig macht, auch auf glatten Materialien. Und dann drehen wir dann mal ein kleines Stück weiter rum. Sehen wir den. So. Einen Moment. So.
Hier haben wir die Zündkerze sitzen. Ist übrigens ein Zweitakter und kein Viertakter, weswegen hier steht 1:50 Gemisch. Ist auch wie bei der alten Simi oder bei den alten Mopeds allgemein. Die fahren dann mit Öl, damit er hier keinen Kolben fressen kann, der Gute. Hier sitzt der metallene Auspuff. Ganz kurz hier halten, extra hier hinter dem Gitter, damit man sich nicht verbrennt. Hier nochmal ein Abluftgitter, damit er schön lüften kann. Ansonsten, wie gesagt, hier ist der Zündkerzenstecker. Den abziehen, wenn man eine neue Zündkerze braucht, einfach die neue Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel rein und wieder rausschrauben. Und hier natürlich High Temperature, also überall am Auspuff wird es heiß. Da muss man natürlich ganz vorsichtig sein. So, gucken wir nochmal ringsrum. Haben wir, glaube ich, alles erklärt erstmal. Hier ist die, wie heißt es denn hier? Die Lichtmaschine drin, die den Strom erzeugt. Das sieht man hier so schön. Und hier ist auch ein bisschen Abluft, damit hier das laufende Rad, wo der Dynamo arbeitet, natürlich auch gut Strom produzieren kann und nicht zu heiß läuft. Wie gesagt, schön ist das Ding hier geschützt innerhalb von den Tragegriffen, sage ich mal. Hier oben zwar auch noch ein Tragegriff im Tank, wird wahrscheinlich direkt mit dem Rahmen unten verbunden sein, weil sonst reißt ihr euch ja den Tank hier oben raus. Ich würde es immer so tragen hier, weil es einfach stabiler wirkt. Und dann gucken wir nochmal rum auf die andere Seite. So. Das habe ich ja erzählt, dass hier unten das Ding drin ist. Hier ist die Steckdose, wie gesagt, bis 750 Volt durchgehend. Das Voltmeter wird immer schwanken, je nachdem, wie die Leistung gerade im Moment ist. Ja, eigentlich soweit erstmal alles erklärt. Und sieht wirklich sehr gut aus. Nichts ist verbeult. Hier oben ist zwar, das ist aber abwischbar, so wie es hier aussieht. Genau, das ist irgendwie schwarz. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber gut, dass das Wasser hier gerade in der Nähe ist. Na, gucke, und schon ist er wieder sauber. Hier noch ein ganz kleines Stück, also alles super verarbeitet. Nichts irgendwie abgefallen, außer dieses eine Mini-Teil aus Plastik, aber Plastik bricht nun mal schnell. Naja, mein Gott, dafür steht hier oben drauf über all noch was, wofür es richtig ist. Das ist nur, damit der hier, ach gucke, der wackelt nämlich ansonsten, das macht der hier unten nämlich nicht. Notfalls nimmt man eine Mutter und schraubt das Ding wieder drauf. Reset steht ja drüber, wofür der Knopf da sein sollte. Ja, dann müssen wir bloß mal gucken, ob wir das Ding auch zum Laufen bekommen. So, dann wollen wir mal hier hinter die Abdeckung schauen, in der Zeit mal schnell, weil ja hier hinter der Luftfilter sitzt. Wollen wir gleich mal machen. Kreuzschlitz oder Schlitzschraubenzieher und dann mal ganz schnell hier die Schrauben gelöst. So, auf der Seite auch nochmal ganz schnell. Dann schauen wir mal, was sich hier hinter so alles verbirgt. Ist ja eigentlich nur dieser Schwamm, der den Luftfilter sozusagen ersetzt. So. Da ist er dann auch schon. Und zwar, wenn man das jetzt hier so sieht, hier zieht also nichts Luft rein. Das ist alles nur ein Loch. Der zieht dann hier so durch. Und dann müsste das ja... Was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Kaum aufgemacht, schon wieder was kaputt gebrochen. Unfassbar. Alles nur so kleine Plastikteile zwar bisher. Aber was soll es denn? Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir hier diesen Luftfilter. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, hier kommt die Luft dann rein, wird angesaugt, geht hier durch. Hier ist der Vergaser dann gleich. Das sieht man dann hier und der stellt dann auf. Sieht man das, wenn man hier so... Ja, pass auf. Wenn wir normalerweise so sind, auf Stopp, dann ist viel Luft dabei. Und wenn man jetzt hier zumacht, den Schock, dann geht die Klappe zu, dann kommt nicht so viel Luft rein, weil dann erstmal natürlich der Motor gut gefettet wird mit dem Benzin-Öl-Gemisch und dann kann man die Klappe wieder aufmachen, dann kommt frische Luft hinein und hier hinter sitzt auch gleich der Vergaser. Da unten sieht man den. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal die Klappe betätige, da sieht man es, geht es direkt in den Vergaser rein und der regelt sich auch übrigens selber. Also das heißt, hier braucht man nicht großartig Hefe machen. Der Luftfilter wird auch kaum verstopfen an der Stelle erstmal. Das ist ein normaler Schwamm. Einfach mal ausspülen, wie gesagt, und dann wieder trocknen lassen. Aber in erster Linie, solange man den nicht auf den Kopf stellt, sodass das Öl hier zurückfließen sollte, passiert da also auch gar nichts, wenn der so normal steht. Ja, das war's dazu erstmal. So, dann wollen wir mal ein bisschen Sprit reinmachen und wollen mal gucken, wie das Ding läuft. So, die Spritbefüllung funktioniert natürlich, wie ich gesagt habe, ganz klassisch mit ganz normalen Benzin mit Öl gemischt. Darum sieht das hier so gelblich aus, wie man das hier so gerade sieht. Und das kommt hier ganz normal in den Tank oben rein. Tankdeckel ab. Und das Ding hier weg. Müssen wir mal aufschrauben hier das Teil. So,
gucken, ob wir den dann gleich zum Laufen kriegen. Ist ja eigentlich nichts anderes als ein Rasenmähermotor. Das Sieb ist natürlich auch wichtig. Gucken, ob sich da was bewegt. So, dann gießen wir da mal ein bisschen was rein. Wunderbar. Das war das schon. Und dann müssen wir jetzt eigentlich bloß mal wieder hier... kleinen Moment. Müssen wir hier bloß den Deckel wieder drin machen. So. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn jetzt hier im Tank drin. Ja, ist natürlich blöd gemacht. Da kommt man nun schwer ran hier mit den Fingern. Vorhin ging es ja noch gut. Ah, jetzt wieder runtergerutscht. So. Dann sieht man so richtig schön, wie gut der Tank befüllt ist. Hier so. Ein bisschen ist da schon was drin. Also ich denke mal auch so 400-500 Milliliter. Dann müsste der ja eigentlich eine Stunde fast damit laufen oder je nachdem. So, dann machen wir einfach den Deckel hier oben drauf. So mit den Anschlüssen hier gleich. So, passt das. So, der rastet ein. Die Folie ist immer noch drauf, das macht aber gar nichts. Und dann versuchen wir mal das Ding zu starten. So, den Einschalter machen. Dann hier rüber. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen laut. Und deswegen habe ich ja hier schon einmal eine 500 Watt Lampe. Und dann werden wir sehen, ob das gut funktioniert. Lassen wir den erstmal an der Stelle. Will noch nicht. Warte, machen wir nochmal von vorne. Stopp mal. Springt nicht an. So, dann gucken wir uns das einfach nochmal an. Ziehen wir den Zündkerzenstecker ab. Machen hier natürlich ganz einfach das Ding drauf zum Lösen. Hier ist cool gemacht. Kreuz- und Schlitzschraubenzieher. Und dann müssen wir den mal locker drehen. Ei, ei, ei. Die ist natürlich richtig gut angekantet. Ach, kriegen wir ja locker das Teil. Na, Moment mal, holen wir den anderen mal. So, mal hier einen größeren, der ein bisschen mehr hebeln dürfte. Gucken, ob es klappt. Oh, sag mal. Jetzt ist er locker. Na Gott sei Dank. Die ist richtig, richtig fest drin gewesen. So, gucken wir uns die mal an, wie die Zündkerze aussieht. Hier ist auch noch kein bisschen Sprit dran. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Wahrscheinlich erstmal so wieder ein bisschen festziehen. So, letzte Mal noch. So, damit die auch gut sitzt, nicht zu fest. So, wieder das ganze Spiel von vorne. Benzinhahn nochmal aufdrehen. So, jetzt müsste der ja eigentlich anlaufen. Dann ziehen wir den nochmal an. Müsste das ja eigentlich funktionieren. Starten ist drin, der Schock ist da. So, und dann müsste er jetzt ja brummeln. Achtung! So, da lief er schon mal ganz kurz, war wahrscheinlich zu wenig Schock. Nochmal von vorne. Das läuft ja immer ab. Lass mal einfach noch mal eine Weile auf Schock laufen. Lampen leuchten. So, jetzt müsste es gehen.
funktioniert. Jetzt machen wir mal den Scheinwerfer rein. Läuft wunderbar. Oh, jetzt haut er ab. So, also auf rutschigem Untergrund schwierig. So, und jetzt muss er arbeiten. $500 und der zieht voll durch, wunderbar. Also Kraft hat er auf jeden Fall. Ja, wunderbar, der läuft. So, das Ding funktioniert bestens, muss man an der Stelle sagen. Kann man nicht meckern. Wunderbar, das Teil. So, Testlauf hat funktioniert. Benzinhahn wieder zu. Also er hat am Anfang Schwierigkeiten gemacht, dann läuft er umso besser. Ja, kann man noch nicht meckern. Also den Schock erst dann wieder zudrehen, hat man ja gerade gesehen, wenn er wirklich sich eingetaktet hat und sozusagen warm gelaufen ist. Und dann funktioniert das wunderbar bisher. Ja, und dann kann ich nicht meckern. 500 Watt Lampe schafft er ohne Probleme. Das heißt, bei 850 Watt Spitzenleistung, 750 Watt, also noch eine 250 Watt Birne müsste er locker schaffen. Dann haben wir genau 750 Watt und dann trägt er ordentlich was weg. Ja, Link packe ich euch in die Beschreibung. Tolles Ding, ich bin begeistert. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.